Heute sollten Sie sich unbedingt den Rostocker Tatort anschauen, denn da gibt es einen kleinen, aber feinen Auftritt von Anke Rösler. Also. Ja, ich durfte bei der Mördersuche helfen, bei meinem Lieblingspolizeiruf. Bis dann. Guten Abend. Zwei Morde in nur einer Woche. Die Polizei geht von einem Serienmörder hinter den Taten aus. Der Ripper von Rostock, wie die Bevölkerung inzwischen nennt, soll schon vor 20 Jahren zu Verbrechen geführt haben. Da der Druck auf die Polizei immer größer wird, erhofft sie sich jetzt Hilfe durch einen Zeugenaufruf.